Neue Karten, neue Events und vieles mehr hier heute in den Pokémon Wochennews. Das Format startet gleich mit einem Knaller. Vor ein paar Tagen hat die Pokémon Company Informationen zu der neuen Pokémon-Erweiterung bekannt gegeben bzw. rausgehauen. Das Set, was rauskommt, hat eine Neuerung und zwar neue Tag-Team-Karten. Und wir kennen Tag-Team-Karten ja mit zwei Pokémon auf dem Artwork, aber die neuen Tag-Team-Karten sind mehr so Triple-Karten, würde ich sagen. Arctos, Zapdos und Lavados zieren die Karte des neuesten Sets Sky Legends. Doch bis dieses Set bei uns erscheinen wird, dauert es noch ein bisschen. Denn wir bekommen erst am 3.5. das Set Kräfte im Einklang. Und ja, ich sag mal, die Zeitspanne von japanischen und deutschen Sets ist meist riesig. Vor ein paar Wochen kam in Japan nämlich erst das Set GG End mit Knarkhaak und Giratina raus und selbst dieses haben wir noch nicht. Das heißt, dass sich GG End und halt Sky Legend zusammentun mit einem dritten, wenn nicht sogar noch einem vierten Set. Und das Set werden wir danach Kräfte im Einklang bekommen und das dauert dann halt noch ein Vierteljahr. Das heißt, wir können auch warten, bis wir wunderbar geile Karten bekommen werden. Also neben Tag Team Karten und diesen Triple Threat Karten. Also wenn man schon Wrestling-Anspielungen macht, dann noch richtig, würde ich sagen. Ihr könnt, by the way, abstimmen hier in der Infokarte. Brauchen wir so Triple-Threat-Karten oder sagt ihr, naja, ich war mit Tag-Team schon absolut bedient. Kommen wir zu den Pokémon Go-News. Wir haben erstmalig Shiny Latios in den Raids, beziehungsweise die Chance auf Shiny Latios. Natürlich sind auch normale da. Und wenn ihr ein bisschen Glück habt, bekommt ihr auch ein Shiny. Ebenfalls neu ist das Oster-Event. Beim Oster-Event gibt es zwei neue Shinies, und zwar Haspirohr und Schlappohr. Für Leute, die gerne durch die Gegend laufen, ist das das Event. Denn ihr bekommt, wenn ihr Eier ausbrüten solltet, die doppelte Menge an Candies. Eure Inkubatoren sind doppelt so stark. Und ihr könnt Baby-Pokémon aus den 2-Kilometer-Eiern bekommen. Das heißt, Magby, Pichu, Kusilla und alle anderen Shiny-Babys sind jetzt in den 2er-Eiern. Gönnt euch, habt viel Spaß und ja, natürlich gibt es auch neue Quests und alles, was da zugehört. Und passend zum Thema Ei, Glückseier halten 60 Minuten. Sportlich, finde ich cool. Findet ihr eigentlich, dass das zurzeit zu viele Pokémon-Go-Events sind? Also ich finde es super krass, also ich spiele es ja sehr privat und ja, besser als kein Event, sag ich mal. Die letzten News beziehen sich auf den neuen Kinofilm, der am 12. Juli 2019 in die Kinos kommen wird und heißt Mewtwo Strikes Back Evolution. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, es sind neue Trailer gedroppt worden und in diesen Trailern sieht man eine Sache, über die man vor einigen Wochen rumgemunkelt hat. Und zwar Rüstungs-Mewtwo. Vor einiger Zeit hat die Pokémon Company ein Trademark auf Armor Mewtwo oder Mewtwo Armor gesetzt. Und das Ganze wurde jetzt entkräftet, denn dieses Rüstungs-Mewtwo kommt, wie es aussieht, in dem Film vor. Heißt das vielleicht, dass wir doch keine Armor-Entwicklung bekommen in dem neuen Pokémon Schwert und Schild spielen? Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Ich würde es mir wünschen, aber eins kann ich sagen. Selbst ohne diese Armor Evolution oder was auch immer, sieht das Rüstungs-Mewtwo in diesem Trailer brillant aus. Es ist nicht zu vergleichen mit dem Nostalgie-Anime-Mewtwo. Ne, was wir alle kennen und lieben. Aber es sieht grandios aus. Kleine Kritik nochmal von mir, beziehungsweise kleine Meinung ne, zum Trailer. Sieht klasse aus. Die Pokémon-Trainer wie Ash und Rocco sehen ein bisschen, naja, aus. Aber die Pokémon, fantastisch. Guter Job. Ich bin gespannt, wie der ankommen wird. Der erste richtige CGI-Film von Pokémon. Ihr könnt ja gerne abstimmen, was ihr davon haltet. Oder auch nicht. Kann auch sein, dass ihr sagt, dass ihr lieber gern die alten Erinnerungen habt und Neuauflage davon gar nicht wolltet. Wie auch immer, ich bin fertig mit meinen News für heute. Falls ihr dieses Format feiert und mehr davon sehen wollt, gerne Däumchen nach oben geben. Ich habe mir gedacht, was Neues auf dem Kanal wäre immer super. Sollte eigentlich schon letzte Woche kommen, aber jetzt halt diese Woche. Ich bin raus, verabschiede mich. Ich wünsche euch viel Spaß noch, macht's gut und tüdelü.